Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Liga-Match. Hier bei der Schlacht um Mittelerde 2 Liga. Wir spielen heute das Spiel, oder wir schauen uns das an. Wir spielen es nicht selber, das wäre ja doof. PhaseX gegen Talin. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute einen Co-Moderator, den Mondwarg. Den hallo. Man auch kurz Mofa nennen kann. Ah ne, Mova. Mofa ist was anderes. Ne, hallo. Ich blende euch nochmal kurz die Tabelle ein, dass ihr seht, wie es ist. Wie der Stand ist. Ich habe es nämlich gerade auch nicht ganz im Kopf, weil ich musste dieses Spiel etwas später aufnehmen als Folgespiele. Deswegen hatte ich das vorher schon mal angeschaut nicht. Es ging nämlich nicht anzuschauen. Da gab es einen Bug, den wir glücklicherweise beheben konnten. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, ich kenne das Ergebnis. Ich werde es aber nicht verraten. Nicht bis zum Ende. So, und damit ihr es auch bald erwisst, klicke ich mal auf Laden. Okay, 1 Minute und 4 Sekunden. Da startet bei mir im Aufnahmetimer die Zeit. Nur für den Fall, dass es knapp wird. Hier haben wir den PhaseX. Und hier unten ist Talin, der mit Elben startet. Face mit ein paar Zwergen. Hier oben ein Minenschacht. Und von unten, die Weitsicht. Ja, genau. Und von unten kam dann direkt die Weitsicht. Talin weiß also somit schon Bescheid. Und eigentlich dürfte es Face auch wissen, weil Weitsicht haben ja nur die Elben. Ja, allerdings sieht das ähnlich aus wie das von den Isengard. Die haben ja auch mit so dem Palantir, der ja. Dann aufploppt. Genau. Genau. Deswegen allerdings, genau. Sah aber, dachte ich, ein bisschen anders aus. Ja, ich glaube, die Farbe ist anders, aber wer nicht genau hinsieht, dann. Ja, gut, wenn man nur aufs Geräusch geht. Wobei, das Geräusch war doch auch anders, oder? Das war da eher. Bin mir jetzt nicht sicher. Naja, ist egal. Werden wir das nächste Mal sehen, wenn irgendjemand das zündet. Jo. Jo. So. Auf jeden Fall, man sieht, Face ist schon am Produzieren, hat einmal Wächter drin und gleich verlangen in den, in die Bauliste mitgeschoben. Das ist natürlich, habe ich auch gelernt, mache ich aber auch manchmal diesen Fehler, aber ist natürlich ein Fehler, weil er jetzt momentan die Rohstoffe in der Bauliste drin verschwendet. Ja. Ja, mache ich aber auch immer. Ja. Ich meine, später sowieso kein Problem, aber gerade am Anfang könnte das schon zu Problemen führen. Hm. Allerdings hat er hier unten schon einen Baumeister geschickt, der naja, noch dumm in der Gegend rumsteht. Wahrscheinlich hier unten noch einen kleinen Minenschacht bauen soll, dass er fleißig da runterkommt. Jetzt bewegt er den auch, jetzt baut er auch. Allerdings ist er ein bisschen langsamer als Talin. Ja, das auf jeden Fall. Der bereits deutlich mehr Eco hat. Ja, eben. Das liegt natürlich auch daran, eben wie gesagt, er hatte was in der Warteschleife. So. Talin hat ein paar schöne Bäumchen und natürlich bei den Elben so mehr oder weniger Standard. Die Bogenschützen, die machen natürlich nicht so viel Schaden gegen die Gebäude, aber ja, gut. Gegen langsame Zwerge, gute Wahl auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Gut, eine Wahl war es ja nicht. Er hatte ja nicht wirklich eine Wahl. Ist ja auch zufällig gestellt. Aber. Ja, aber er wusste es ja. Ja, genau. Er wusste, dass Zwerge kommen. Da hast du recht. So. Während die Zwerge hier unten versuchen schon ein bisschen, naja, den Creep weg zu kriegen. Die Verlangen machen auch natürlich den Wag platt. Und diese Zwerge kommen hier dem Talin entgegen. Hier kommen noch ein paar, wie heißen sie? Ein paar Schwertkämpfer halt, ein paar Elbenbürger-Schwertkämpfer. Allerdings ist das ein bisschen ungünstig. Mittlerweile könnte es sein, dass er hier unten gesehen hat, wer wo was hat. Also andersrum. So. Ja, mittlerweile ist voll im Sichtfeld. Ja, also jede Menge Sichtfeld, natürlich Elben halt, ne? Und die Bogenschützen werden zurückgezogen. Ja, ist auch das Klügste. Tatsächlich würde ich mit denen versuchen, genau dasselbe zu machen, ein bisschen vorzugehen, ein bisschen Rohstoffgebäude Platz zu machen. Und die Rohstoffe und die Bogenschützen hätte ich hinten gelassen. Aber ja, hätte Fahrradkette. Ja. So. Schöner Sturm an sich. Mhm. Das war ein Horn. Jetzt werde ich. Ah, die Führerschaft. Ja, genau, die Führerschaft, die behilft schon was. Also Sammelruf halt ist ja ein Führerschaftsbonus. Da kann er sogar hier durch die erweiterte Rüstung gut gegen die Bogenschützen standhalten. Wenn sie jetzt zwei sind, ist natürlich ein bisschen kritischer. Deswegen reißt er auch aus. Es ist vielleicht nicht ganz die schlauste Idee, zum Minenschacht auszureißen. Es sei denn, man hat schon. Warte mal, wir können mal reingucken. Nein, man hat noch nicht so großartig Nachschub drinne. Dass man sagen könnte, jo, okay, man geht dahin. Aber auf jeden Fall, ja. An Talis Stelle wüsste ich jetzt schon, ja, okay, hier hinten in der Ecke könnte etwas sein. Ja,
Ja, wir haben es aber leider nicht überlebt. Ja. Oh, da rennt Gollum rum. Der aber in diesem Turnier keinerlei Bedeutung hat, da ja die Ringhelden, also Sauron und die Galadriel, nicht erlaubt sind. So. Okay, Talin baut eine kleine Armee auf, während der Face hier hinten, ja gut, er hat ja noch die... Ja, genau, den Gläuen hat er. Und ja, immer noch ein paar Hüter. Und hier drin sind dann auch nochmal, die müssen auch Hüter gewesen sein, ne? Ja, genau. Denke ich Hüter. Okay. Und er versucht, glaube ich, nochmal. Ah, guck mal an, da ist der Baumeister direkt reingelaufen. Hat er Glück gehabt, hat er gar nicht gesehen. Weil er einfach nur random hochgeschickt hat. So. Mhm. Aber das hat Face dafür gesehen. Und seine Leute eben da rausgeholt. Überweise auf der verkehrten Seite. Face versucht sich auch hier noch ein bisschen auszubreiten, um hier zu sehen. Mhm. Da baut er auch noch einen Minenschacht hin. Um den Tali ein bisschen zu umzingeln. Gucken wir mal, ob und wie gut das funktioniert. Der Troll wird gerade unten gecreept, wenn ich das richtig auf der Minimap sehe, von Gloin. Unten links, da? Nee, ganz unten links in der Ecke. Ganz unten. Ach ja, da ist Gloin, ich bin doof. Ja, genau. zumindest den hat er erwischt, muss es nur noch platt machen. Allerdings ist er hier momentan beschäftigt, ein bisschen die Elben zu jagen. Wobei, wenn er das Rohstoffgebäude platt kriegt, dann hätte sich vielleicht noch gelohnt, diese Elben zu spawnen, hat aber nicht mehr hinbekommen. Andererseits hat er auch den Face hier ganz schön beschäftigt, da der ja die ganze Zeit die Einheiten hinterher geschickt hat. Wobei er natürlich auch einfach auf Verfolgen geschickt haben könnte. Aber hätte Fahrrad gedacht. So, Gloin sammelt hier unten ordentlich Rohstoffe ein. Während hier die nächste, eine Schmiede direkt hingeballert wird. So, was ist hier drin eigentlich? Ist das ein, Gasthaus? Das heißt, kostenlose Einheiten Produktionsgebäude. Kommt halt auf die Einheiten an, die da gerade rumkommen. Ich glaube, hier waren es Bauern? Oder was kriegen die Zwerge? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Bauern, ja. Na gut, die sind nicht so... Nee, Hobbits, noch schlimmer. Hobbits, ja. Ja, die sind jetzt nicht so effektiv. Da haben die Elben mehr Glück, muss ich sagen. Die haben ja hier diese... die hatten Elbenkrieger, solche, die Schwert und Dinge ins Wechseln können, glaube ich, ne? Oder hatten das die Menschen? Ich bin mir da überhaupt nicht mehr klar. Naja, ist egal. Ja, ich benutze die auch nicht, also ich weiß es selber nicht. Also ab und zu mal, wenn ich ein paar Rohstoffe habe, dann schiebe ich da schon mal was rein. Ich erober die auch immer mit, wenn ich die Zeit dazu habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich großartig da mit anstrenge. So, Gloin ist wieder am Start. Er versucht den nächsten Troll sich zu trollen. Oh, gute Level, gutes Geld. Während der Talin sich mittlerweile genau hier unten mit dem, wie heißt er? Mit Haldir, genau. Haldir positioniert. In Richtung oben. Das heißt, er weiß, dass da oben schon mal was ist. Lässt im Moment erstmal diese Seite hier unten und ganz oben außer Acht. Und will sich wahrscheinlich erstmal um das naheliegende Problem kümmern. Ich glaube, da war ein Dein. Ja, der ist wohl in die Dinger reingegangen. Ja, da ist er. Auf jeden Fall. Ja, gut, solange oben der. Na gut, beschäftigt ist er nicht mehr. Im Notfall kann man den ja runterziehen. Ein hat ja auch, glaube ich, Tür geschafft, ne? Ja, genau. Aber natürlich mit Level 1 jetzt noch nicht so effektiv. Das war jetzt nicht so effektiv eingesetzt. Wie sieht es mit dem hier aus? Geläuten Stufe 4. Ja, der kann schon ein bisschen mehr Schaden machen. Wobei ich aber glaube, dass er zumindest diesen Kampf hier verlieren wird. Ja, denn dafür hat Talin schon zu viele Elben. Also Bogenschützen. Genau. Schade aber eigentlich, dass das Geld noch nicht eingesammelt hat. Das hätte auf jeden Fall gut machen können noch. Ja, er wollte wahrscheinlich relativ schnell hier hingehen. Wäre es so gewesen, hätte auch alles, hätte Face auch alles gleich rausgeholt und hätte gleich den Gläuen mit runtergeschickt. Hätte es vielleicht auch ein bisschen anders ausgesehen. Klar, man darf nicht vergessen, Haldir ist ja auch noch am Start und hält gleich ja schon durchaus einiges aus.
Aber, naja, dieses Mal ging das daneben. Während hier unten auch schon ein Angriff ist. Ja, hier wollte wahrscheinlich der Face ein bisschen, ja, eben wieder Harrison. Ja, sieht genauso aus. Und hat es aber leider nicht hingekriegt, weil Tallinn da gut reagiert hat. Hat der was in der Hinterhand. So, sieht auch, dass das Geld noch da liegt. Genau, geschenktes Geld. Das freut sich wahrscheinlich. Jo. Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und geschenkter Kohle gleich gar nicht. So, nimmt er das Gebäude ein, dann können wir nämlich gleich mal gucken, was die Elben haben. Jawohl. Müsste auch das, genau, müsste auch die Dinge sein. So, die Elben kriegen, Entschuldigung, die Elben kriegen einen Hustenreiz. Jetzt hat er nochmal hinten geguckt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht hingucken. Er hat halt einfach nur mal wieder seine Weitsicht geschaut. Bauern. Die Elben haben die Bauern. Okay, dann ebenso. Also ich sag mal so, diese beiden Fähigkeiten sind jetzt nicht wirklich effektiv. Da haben andere deutlich Besseres zu bieten. Ja, wir haben hier noch einen Endting. Rechts. Ja. Hier und unten, die Schmiede steht hier eigentlich noch. Ja, und ein Katapult ist auch schon da. Und eine Zwergenramme. Die sind ja auch, wenn man sie durchkriegt, nicht schlecht. Allerdings steht Tallinn relativ defensiv, zumindest im Moment. Da kann es durchaus sein, dass die Ramme natürlich nicht durchkommt. Vielleicht ist das auch genau der Plan, den erstmal kommen zu lassen und dann, sobald alles da ist, Platz zu machen. Hier die Zwergenhämmer, die Belagerungshämmer natürlich auch, die ordentlich Damage raushauen bei den Hütern, wenn sie denn erforscht und aufgebaut sind. Okay, hat sich erledigt. Tallinn macht sich auf den Weg, hat nichts in der Hinterhand. Eine Schmiede. Die Elbenschmiede baut gerade, genau. Aber hat sonst nichts großartig in der Hinterhand, um eventuell einen Angriff abzuwehren. Hat aber mehr oder weniger Glück, dass er nicht oben rumläuft, sondern hier unten, wo ja eben diese Schmiede und das Katapult zu sehen sind. Vermutlich hat es gescoutet mit seiner Weitsicht. Kann auch sein, aber ich rechne eigentlich damit, dass er wieder hier oben geguckt hat. Ja. Gesehen haben wir es. Und dann vielleicht gesehen hat, dass da oben gar nichts ist und dann vielleicht eher von hier was erwartet hat. Ja, auch möglich. Allerdings, dadurch, dass er ja gesehen hat, dass hier was war, hier oben in der Ecke, kann es natürlich auch sein, dass er gesagt hat, ja okay, wenn, dann ist er da. In dem Moment hat er aber Glück gehabt, so wie es ist. Insofern, spekulieren nützt nichts. Hat er Glück gehabt. Oder können. Oder beides. Ja, den Baumeister kriegt er noch weg. Allerdings hat Faith erneut seine Armee verloren. Gut, Gloin ist gerettet. Oh, das Gloin ist dein nicht gerettet, genau. Gloin ist tot. Ja, Storm ist richtig. Ja, jetzt kommt dein wieder raus, jetzt hat er keine Lust mehr, jetzt geht er wieder rein. Oder? Ja, sollte eigentlich. Er stand nur dumm in der Gegend rum. Jetzt erwischt es natürlich die Schmiede. Das ist ein bisschen ungünstig. Also zumindest für Tallinn, für Faith. Aber gut, das war zu erwarten. Als Tallinn hier runter ist und dann hier unten das Zeug gesehen hat, war das nachvollziehbar, dass er dann auch die Schmiede entdeckt. Zumal das Katapult ja geschossen hat. Das heißt, da wusste irgendwo ist da was. Wir haben einen zweiten Bogenschützenhelden. Ich glaube, das ist Legolas, oder? Ja, sieht aus wie Legolas, genau. So, hier hinten hat er auch mittlerweile ein End stehen. Und, ja, ein paar Nahkämpfer. Allerdings, gut. Wie gesagt, ich bin nicht der allerbeste Spieler. Ich hätte mir aber tatsächlich, wenn ich Nahkämpfer hole, da sind sie, okay, ein paar Hüter geholt. Denn eben genau da dem vorzubeugen, die Hüter sind ja ganz gut gegen die Rammen und gegen Katapulte und hast du nicht gesehen. Und die Zwergenramme, die macht schon, wenn die an die Festung rankommt, ordentlich Damage. Mhm. Sieht mit Upgrades aus? Vielleicht ein bisschen noch für Rüstung oder so und danach? Jetzt scoutet okay, er wieder, hier oben. Hier oben, naja, gut, er baut hier aus, will wahrscheinlich dann das Feuerpfeil-Upgrade holen. Ansonsten sehe ich hier, ja gut, keine zweite Schmiede. Hat er hier hinten eine hin? Nein, das wird nur ein Minenschacht. Während hier in aller Ruhe nach und nach erforscht werden kann. Es ist, glaube ich, auch schon auf der höchsten Stufe, das heißt, die Silberdorn-Pfeile dürften bald passen. Was? So. Würde ich mich drüber freuen. Mach die selber sehr. Ah, da kommen wir. Ja. Ja, gut, ist ja auch naheliegend bei den Elben. Die machen ja auch ordentlich, aber... Oh ja. So. Ein schöner Silberdorn-Rush. Genau, Gloin ist wieder da.
Hier ist nichts. Während hier wieder in Warteschleife. In Warteschleife. Mhm. Gerade jetzt, ja. Wo immer noch zurückliegt. Ich mache den Fehler selber. Ne? Ich ist jetzt immer klug, quasi als Beobachter darüber zu reden. Aber ich mache den Fehler selber. Aber das ist natürlich grundsätzlich scheiße. Weil, wie gesagt, die Rohstoffe, die liegen jetzt erstmal auf Halde, bis sie gebraucht werden. Und am Ende kommt er vielleicht noch vorbei. Du hast da 5, 6 Leute in Anführungsstrichen in Warteschleife. Der kommt vorbei, haut das Gebäude platt. Dann sind sie nicht nur auf Halde gewesen, sondern gleich futsch. Ja, allerdings, was Faisal wieder ganz gut macht, finde ich, ist, dass er die Creeps in dem Moment creept, wo gerade Ruhe ist und dadurch seine Helden levelt. Ja, das gar nicht schlecht. Muss man aufpassen, dass er rechtzeitig. Von der Ausbreitung her sieht das zumindest, das kann natürlich täuschen. Ich sehe vielleicht nicht alles, aber es sieht schon so aus, als wäre er auch, sag mal, deutlich mehr über die Karte verteilt. Allerdings, wie gesagt, wird das schon eng hier. Hat er noch viel drin? Nein. Oh, da kommt ein Pfeilhagel. Und der hat auch ordentlich was weggehauen. Ja, ich muss sagen, er sieht eng aus. Für den Face. War das gerade ein Missklick? Er hat seine Weitsicht auf seine eigenen Truppen eingesetzt? Vermutlich, weil er vielleicht wollte eine andere Fähigkeit haben. Was hat er noch? Vielleicht eine Heilung drauf, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Ja. Hat man so einen zweiten Baumeister vielleicht noch bei ihm geschafft? Ansonsten, weil das Geld für einen neuen hat auf jeden Fall nicht. Ja, ich sag mal so, es wird wahrscheinlich eh nicht viel nützen, außer dass er den Baumeister irgendwo in Sicherheit bringen kann und irgendwo neue versuchen aufzubauen. Aber es wird so schon schwierig, dieses Match noch zu drehen. Nicht so unmöglich, ne? Nicht so unmöglich. Vielleicht jetzt, wenn er vielleicht eine gute Fähigkeit im Petto hat oder irgendwas auch an seinem Tower noch ausbauen kann. Wobei es halt gerade bei den Fähigkeiten ja momentan so aussieht, dass derzeit, gerade wegen den Silberdorn-Pfeilen, die Axtkämpfer machen jetzt nicht mehr wirklich viel her. Gerade mit den Silberdorn-Pfeilen, die haut schon ordentlich drauf. Er könnte jetzt zwar vielleicht noch einen Sammelruf draufhauen auf eine Einheit. Nein, vom Gedanken her haben die Bogenschützen mit der Rüstung. Ich glaube, die haben da keine drauf, oder? Was haben die? Nochmal, lauter? Die Bogenschützen schwere Rüstungen. Ansonsten würde sich der Pfeilhagel halt holen. Ja, der Pfeilhagel würde schon durchkommen. Aber den hat ja der Kali nicht. Zumindest noch nicht gekauft. So. Also er hatte halt 10 Fähigkeiten, wäre durch oben gewesen. Oh, jetzt kommt auch noch die End. Damit ist die Festung auf jeden Fall Geschichte. Ich glaube, die hätte er nicht mal gebraucht dafür. Das sieht momentan problemlos aus. Weiß nicht, hat hier hinten hat er sich nochmal hinverzogen. Das ist natürlich relativ nah dran. Ich wäre vielleicht in den Minenschacht gegangen und hätte es hier oben nochmal versucht. Aber hätte Fahrradkette. Manchmal geht es halt auch nicht anders. Und wie gesagt, in der Schlacht selbst. Okay, hat er aufgegeben. Entweder aufgegeben oder halt den Bau da drüben abgebrochen und wollte doch nochmal abhauen. Dass dann nee, er hatte noch eine Schmiede. Hätte noch überlebt. Oder? Überlebt mit einer Schmiede? War die nicht? Ja, genau, du hast recht. Da unten war noch eine Schmiede. Er hätte es definitiv noch schaffen können. Hat es dann aber aufgegeben. Gut, legitim. Allerdings, grundsätzlich ist natürlich zu empfehlen, auch wenn er jetzt hätte noch 22 Minuten oder so oder 23 Minuten durchhalten müssen. Das wäre natürlich schwierig gewesen, da noch ein kleines Unentschieden oder wenigstens einen Punkt rauszuholen. Aber naja, ich hätte es wahrscheinlich versucht. Allerdings erfolglos, ja, garantiert. Denn gerade die Elben, die haben ja auch eine ordentliche Sicht. Die Zwerge sehen gar nicht, wo er sich schon hingebaut hat. Und das wäre auf jeden Fall schief gegangen. Er hat jetzt etwa 6 Minuten gebraucht noch zum Überleben, um die halbe Stunde zu erreichen. 6 Minuten, bist du sicher? Ungefähr, also so 5, 6 Minuten sind es ungefähr. Bei mir sind es 12 oder ungefähr. Ja, irgendwie so. Ja, ich hab ja meinen Timer mitlaufen. Ich habe auf die Uhr geschaut. Irgendwie so, ja. Alles klar. Nee, auf jeden Fall, ein bisschen Zeit hätte er noch gehabt, aber er hätte halt wirklich extrem lang überlegen müssen und da leben müssen. Und da die Elben da relativ weite Sicht haben, die Zwerge dagegen nicht, ja, wo will er sich da aufbauen, ohne irgendwo in die Sicht der Elben zu rennen, ist immer schwierig. Insofern, ja, kann man sagen, wieder mal 6 Punkte an Tallinn. Der hatte ja schon 6. Nee, Quatsch, der hatte nicht 6. Der hatte 2. Ihr seht die Tabelle eingeblendet, ihr seht es genauer. Tallinn hatte 2, weil er ja einen Unentschieden und den Extrapunkt nach Verlängerung bekommen hat.
Also hat er jetzt 5. Genau. Und naja, der Face, der sein erstes Spiel hatte, hat sein erstes Spiel halt verloren. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Die erste Runde hat Face ja ausgesetzt gehabt, weil bei 15 Leuten setzt immer einer eine Runde aus. Und entsprechend hat er mindestens noch eine Chance aufzuholen. So, gucken wir mal. In der nächsten Episode, in der nächsten Aufnahme, ich glaube, da ist dann Geo dran oder ist da Talin dran? Dadurch, dass ich diese Schlacht hier unterschiedlich aufnehme, kann ich es nicht genau sagen, aber ich glaube, doch Talin war dran. Macht die nächste Schlacht? Nee, Geo macht die nächste Schlacht. Ach, lasst euch einfach überraschen, Leute. lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Danke an den Mondwag, dass er dabei war und bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss.